Hi und herzlich willkommen heute wieder zu einem Update der Raus aus der Lustfalle Challenge. Und zwar wollte ich ein Thema ansprechen, was letzte Woche in der Facebook-Gruppe angesprochen wurde. Und da ging es darum, warum, also es fragte sich ein Gruppenmitglied, warum sie das Problem hat, dass sie von gewissen Nahrungsmitteln, zuckerhaltigen, fetthaltigen Nahrungsmitteln nicht die Finger lassen kann. Aber andere Leute scheinbar die Fähigkeit haben, nach einem Stück Kuchen aufzuhören. Und sie fragte sich, warum das bei anderen Leuten so sei und bei ihr nicht, beziehungsweise stellte das gesamte Konzept in Frage, dass man von gewissen hochverarbeiteten, hochkalorischen Nahrungsmitteln überhaupt, ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen, abhängig werden kann, aber da eine zu große Neigung zu haben kann, beziehungsweise in dem Moment, wo man mal angefangen hat, einfach nicht mehr aufzuhören. Und was ich beobachte, ist halt, dass das ein Phänomen ist, was fast alle Leute betrifft oder so, oder unglaublich viele Leute betrifft, selbst Leute, von denen man das nicht dachte, oder wo man denkt, ja Mensch, die sind doch dünn, die haben doch überhaupt keine Probleme, oder ich stelle es gerade fest, wenn ich mit Arbeitskolleginnen spreche und über irgendwelche Naschereien, die dann halt als Verkostung im Bioladen stehen, wenn ich mit denen darüber unterhalte, wie die damit umgehen und so Sachen. Und auch mit Freunden, von denen ich auch nie dachte, okay, denen ist das auch schon mal ergangen. Es hat mehrere Gründe, die da eine Rolle spielen können. Und ich halte dieses nach einem Stück Kuchen aufhören eigentlich eher für die Ausnahme und halte Menschen, die das können, für ja gesegnet irgendwie, weil die offensichtlich andere Wege gefunden haben, ihre Belohnung zu bekommen oder es bei denen noch funktioniert. Also das Beispiel, was diese Teilnehmerin brachte, war ihr Neffe, der dann nur ein Stück Kuchen isst und dann ist gut. Und gerade wenn das Kinder betrifft, ist das besonders toll, wobei man daraus nicht schließen kann, dass Kinder instinktiv noch wissen, was die richtige Nahrung für sie ist. Sie hatten bis dato halt nur eine andere Prägung. Gut, also ich mache da in erster Linie drei Sachen für verantwortlich, die dahin führen können, dass man ein Problem mit Süßkram oder mit süß-fettigen Kram und so weiter entwickeln kann. Eine Sache, an der man nichts ändern kann, zwei Sachen, ja, die man zumindest beeinflussen kann. Also das eine ist natürlich ganz klar, sind die Gene, wobei ich das bei den meisten Menschen fast noch ausschließen möchte, weil das einerseits wissenschaftlich wahrscheinlich nicht zu 100% bestätigt ist, und es eben nicht der einzige Faktor ist. Wenn aber jemand zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo Drogenkonsum oder Alkoholismus oder Rauchen oder sowas in der Art schon vorkam oder gehäuft vorkommt oder dass das während der Schwangerschaft passierte, dann kann es durchaus sein, dass man zu wenig Rezeptoren für bestimmte Belohnungsbotenstoffe genetisch mit auf den Weg bekommen hat. Das wird in den seltensten Fällen überprüft. Dr. Neil Barnard hat das mal angesprochen in seinem Buch There's a Cure for Diabetes und beruft sich da auf einen Forscher, der ganz gezielt Diabetiker untersucht hat auf ihre Anzahl von Dopaminrezeptoren. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, müsste ich nachlesen für Interessierte. Schreibt mir doch drunter, wenn ihr da Näheres zu wissen wollt. Und er hat festgestellt, dass halt bei Typ-2-Diabetikern gehäuft zu wenig Dopaminrezeptoren vorlagen. Da kann man jetzt einerseits sagen, okay, das kann genetisch sein. Es kann aber auch durch die Erfahrung im Leben bedingt sein, dass man über einen sehr langen Zeitraum
zu viele Substanzen gegessen hat, die zu viel Dopamin ausschütten oder sehr viel Dopamin ausschütten und der Körper daraufhin hingegangen ist und die Anzahl der Rezeptoren runterreguliert hat, sodass diese Leute eine höhere Menge an Substanzen brauchen, um genau dieselbe Wirkung zu erlangen, die andere Leute dabei hätten. Das heißt, wenn da ein 10-jähriger Junge nach einem Stück Kuchen aufhören kann und da schon die Menge Dopamin bekommt oder Wirkung durch Dopamin bekommt, wie ein Typ-2-Diabetiker, der 40 ist oder 50 und schon seit 30 oder 40 Jahren zu viel Zucker isst, sonst hätte er diese Krankheit nicht, braucht auch immer noch mehr, um dieselbe Belohnungswirkung zu bekommen. Und wenn er das nicht zu sich nimmt, fühlt er sich schlechter als dieser 10-jährige Junge, der nach einem Stück Kuchen aufhören kann zu essen. Und das Letzte ist dann natürlich die Prägung. Wenn man das Glück hatte, als Kind nie zu lernen, dass man schlechte Gefühle mit gewissen Nahrungsmitteln beseitigen kann, dass man dadurch emotionale oder körperliche Schmerzen lindern kann, wenn man diese Assoziation nie aufgebaut hat, dann kommt man später im Leben auch nie auf die Idee, wenn man wieder schlechte Gefühle hat, sie durch Nahrungsmittel selbst zu therapieren, schlussendlich. Das ist dann der Ansatz, wo gesagt wird, man muss neue Assoziationen knüpfen, was auch gerade das ist, woran ich arbeite, in mehrfacher Hinsicht, dass ich eben meine Gefühle ganz bewusst wahrnehme und andere Mechanismen finde, damit umzugehen. Und das ist höllisch schwer, weil mir diese Gefühle meistens überhaupt gar nicht bewusst sind, sondern was mir bewusst ist, ist, ich habe jetzt gerade Bock da und da drauf. Das kann sowohl Zigaretten sein, das kann Alkohol sein, das kann auch Zucker sein. Und jemand, der jetzt jemanden beneidet, wie diesen 10-jährigen Jungen, der nach einem Stück Kuchen aufhören kann zu essen, der steht natürlich genauso da wie jemand, der in seinem Leben, der raucht und der Leute beneidet, die kein Bedürfnis nach einer Zigarette haben, weil die es noch nie angefangen haben. Und wenn man es irgendwann mal angefangen hat, dann und damit gute Erfahrungen gemacht hat, weil die Schmerzen gingen ja weg, dann neigt man weiterhin dazu, sich selbst auf die Art und Weise zu therapieren und einfach danach zu greifen. Und ich finde es selber auch sehr fatal, dass mir diese Gefühle im Nachhinein erst bewusst werden, dass sie mir erst dann klar werden, wenn ich feststellen musste, dass ich, keine Ahnung, zu viel Schokolade gegessen habe oder dass ich jetzt Alkohol getrunken habe, weil ich entspannen wollte oder sowas. Da fällt mir im Nachhinein erst auf, da war doch eigentlich was ganz anderes in mir los und nicht nur das Bedürfnis, jetzt irgendwas zu konsumieren. Und das ist halt krasser Scheiß, den man da mit sich rumschleppt. Und das eine ist halt die Gehirnbiochemie, die man gut in den Griff bekommen kann, wenn man halt seine Ernährung umändert. Dann regelt sich die Anzahl der Rezeptoren im Gehirn wieder rauf und man braucht wieder weniger Substanzen, um dieselben Belohnungsgefühle zu haben. Nur an seinen Genen kann man nichts ändern und an seiner Vergangenheit kann man auch nichts ändern. Und das macht die ganze Sache so fatal. Daher muss man dann wirklich konkret hingehen, wenn man die Biochemie in den Griff bekommen hat, auch seine Assoziationen und seine Prägungen und diese Sachen lösen. Und wenn man dazu nicht die notwendige Motivation hat, dann ist das enorm schwer. Eine nötige Motivation wäre jetzt gegebenenfalls, obwohl das auch sehr häufig nicht greift, da ist jemand, der hat schon Diabetes, dem ist schon gegebenenfalls eine Extremität amputiert worden oder der steht kurz vorm Nierenversagen und der hat immer noch nicht die Kraft oder auch das Verständnis gar nicht dafür, was an seinem Leben zu ändern. Aber viele Leute schaffen es halt doch. Ich hatte einen Patienten im Krankenhaus, dem wurde gesagt, er müsse aufhören zu rauchen aufgrund seines Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisikos und das hat er dann gemacht. Nur hat er dann angefangen, umso mehr Zucker zu essen und dann ist bei ihm halt ein Typ-2-Diabetes entstanden. Also er hat halt die Belohnungsbotenstoffe, die er ursprünglich durchs Rauchen bekam, hat er sich dann aus dem Zucker geholt. Und das ist halt dann genauso fatal. Man muss halt schlussendlich andere Wege finden, die nichts mit Drogen oder Drogennahrung zu tun haben, um seine Gefühle in Schach zu halten oder zu verarbeiten und solche Sachen. Und ich weiß gar nicht, ob das alleine überhaupt machbar ist. Einfach, also es ist auf jeden Fall nicht einfach und das macht uns allen irgendwie, denke ich, das Leben schwer.
Aber so weitermachen ist halt auch keine Lösung. Deswegen sagt die Kathleen de Masons, dass es eine Lebensaufgabe ist, was ich auch schon mal in einem Video angesprochen habe, daran zu arbeiten, an seine Assoziationen zu lösen. Aber bei manchen Leuten macht es dann halt doch Klick und dann fangen sie an, konkret daran zu arbeiten und irgendwann ist das dann auch weg. Ausgeschlichen. Ja, und nur weil andere Leute das Problem nicht haben oder ne, es scheinbar nicht haben, weil man guckt den Menschen ja auch immer nur vor den Kopf, man weiß nicht, was wirklich mit denen los ist, man weiß nicht, welche Störungen in jemandem, der augenscheinlich schlank, schön und gesund ist, halt wirklich lauern. Das beste Beispiel sind alle möglichen Promis, die entweder zu Drogen greifen oder dann doch magersüchtig sind oder sonst was. Es sieht nach außen immer so schön aus, aber was wirklich innen drin in den Menschen ist, das weiß dann keiner, oder dass sie unter Depressionen leiden. Ja, so muss man dann einfach gucken, wie man so mit sich selbst zurechtkommt. Und wir können uns da alle gegenseitig unterstützen und uns austauschen und Erfahrungen zusammentragen und dann mal gucken, wie weit es die Forschung schafft, das zu konkretisieren und inwieweit da auch andere Therapiemöglichkeiten, sowohl psychologische als auch physiologische Möglichkeiten gegeben sind. Das wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich tippe darauf, dass das noch so ungefähr 20 Jahre dauert, bis das Thema wirklich ganz konkret in den Köpfen drin ist, dass Zuckerkram süchtig machen kann, so wie es dann bei Zigaretten auch ewig dauerte, bis klar war, dass das eine Sucht ist und dass das nicht ein reiner Genuss ist. Und es geht halt, ja, das sind die Abstufen. Genuss, Missbrauch, Sucht. Genuss ist, wenn man es wirklich nur einmal macht, an einem Geburtstag ein Stück Kuchen isst und dann ist gut. Missbrauch ist, wenn man es dann benutzt, wenn man damit schlechte Gefühle beseitigen will. Und Sucht ist, wenn man es braucht. Wenn man wirklich jeden Tag nicht durch den Tag kommt, ohne es zu konsumieren. Ja, und das ist beneidenswert, wenn andere Leute das Problem nicht haben. Das ändert aber nichts an der Situation und man hat schlussendlich keine andere Wahl, als irgendwie mit sich selbst zu hantieren. Ich tue es auch. Trotz des ganzen Wissens darüber kämpfe ich dann immer noch mit mir selbst in erster Linie, weil ich erst im Nachhinein erkenne, welche Gefühle da tatsächlich eine Rolle gespielt haben. Ja, und wenn ich Näheres weiß, lasse ich es euch natürlich wissen. Das war's für heute. Das Update ist vom 11.11. Draußen feiert man Karneval 2015. Ich sag ciao, bis bald, eure Silke.